Hallo Freunde der guten Musik und willkommen zu einer neuen Fingerübung auf unserem Kanal. Was habe ich hier getan und warum ist das so cool und gleichzeitig eigentlich so einfach und so hilfreich? Das wollen wir im heutigen Video klären. Also vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's los! Bevor es gleich losgeht, stelle ich euch sehr, sehr gerne die E-Books der Mannheimer Gitarrenakademie vor. Praktisch und überall mit hinnehmbar, dank E-Book. Was erwartet euch in diesen Büchern? Es erwarten euch fundierte Grundlagen in Sachen Harmonielehre. Fundierte Übungen für die Greifhand und für die Schlaghand und deren Koordination untereinander. Es erwarten euch ganz klare Sachverhalte musiktheoretischer Natur und es erwarten euch gute Tipps und zumindest Gedankengänge für den beruflichen Erfolg, wenn man ein Leben mit und von der Musik plant. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's aber los. Hallo noch einmal von meiner Seite aus und willkommen zu unserem heutigen Video. Ich bin wieder der David von der Mannheimer Gitarrenakademie. Also, was haben wir heute eigentlich getan? Wir wollen direkt einsteigen. Ich höre auf zu labern. Wir haben das hier. Was genau ist das eigentlich? Das wollen wir gemeinsam klären. Und wir wollen klären, wie man spielt, wie ist die Rhythmik und warum ist es so einfach, aber gleichzeitig so unfassbar hilfreich. Unsere heutige Übung basiert eigentlich auf der G-Dur-Tonleiter in der Form 3 Notes per Strings gespielt. Also so. Was genau haben wir hier eigentlich? Also, die Tabs werden eingeblendet. Ja? 3 Notes per String, muss ich nicht sagen, 3 Noten pro Seite. Aber mit dem sogenannten String Skipping, das heißt dem Auslassen oder dem Überspringen jeweils einer Seite. Also schaut mal her, guckt auch gerne auf die Tabs. Ich spiele hier auf der tiefen E-Seite die Bünde 3, 5 und 7. Dann lasse ich eine Seite aus, also ich überspringe die A-Seite, spiele auf der D-Seite die Bünde 4, 5 und 7. Ich überspringe eine Seite, die G-Seite, und gehe auf die B- oder H-Seite und spiele die Bünde 5, 7 und 8. Ja. Und da es sich anbietet, das Ganze in Triolen zu spielen, 3 Noten pro Seite, machen wir das auch gleich mal. Ich zähle es einmal kurz durch. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei ist dann die überbundene Viertelnote am Ende des Taktes. Ja? Also da, 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 da. Einerlei, zweierlei, dreierlei. Vier ist die überbundene Note. Also, wir haben hier die Noten G, A, H oder B international. Dann haben wir Fis, G, A. Und dann haben wir E, Fis, G. Das Ganze haben wir mit Down, Up, Down. Jetzt Up, Down, Up. Down, Up, Down. Also Abschlag, Aufschlag, Abschlag. Aufschlag, Abschlag, Aufschlag. Abschlag, Aufschlag, Abschlag. Ja? Wir zählen es mal gemeinsam durch. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei spielen. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Rückwärts haben wir nun, beginnend auf der hohen E-Seite, die gleiche Geschichte. Die gleiche Geschichte bedeutet, wir haben auch wieder dieses String Skipping. Das heißt, wir starten auf der hohen E-Seite mit den Bünden 8, 7 und 5. Wir überspringen die H-Seite oder B-Seite und gehen auf die G-Seite mit den Bünden 7, 5 und 4. Und dann gehen wir auf die A-Seite und haben die Bünde 7, 5, 3. Also, mal langsam. Ja, noch nicht mit der Rhythmik. Nur E-Seite, G-Seite, A-Seite. Einerlei, zweierlei, dreierlei. Vier ist die überbundene Note. Und das Ganze wollen wir jetzt mal am Stück machen. Also sowohl von der tiefen E-Seite als auch von der hohen E-Seite.
Einerlein, zweierlei, dreierlei, viererlei. Einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Ihr lernt dadurch, nicht nur die Schlaghand zu trainieren, sondern eben auch mal eine Seite zu überspringen, was ja einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad darstellt. Probiert es gerne sauber, auch gerne unverzerrt. Ja. Ich habe jetzt auf die überwundene Viertelnote mal verzichtet, damit es einheitlich in einem Stück klingt. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das Video heute, das Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen noch einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal, denn dann werden diese Videos noch mehr Gitarre spielenden Menschen angezeigt, die ebenfalls gerne etwas zu ihrer Schlaghand oder die Grafhand tun möchten. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!